doch noch ein Brötchen. Nein, danke, Mutti. Oder hast du noch den schönen Gnissana? Dann esse ich doch so gern. Ja, mein Kind. Oh, fein, Mutti, dann esse ich doch noch ein Brötchen. Ja, gerne. Wisst ihr denn überhaupt, woher Gnissana kommt? Und wie der hergestellt wird? Nein? Also passt mal auf. Die Kühe auf den Weiden des schönen Holsteiner Landes geben die Milch für den bekannten Gnissana-Camembert-Käse. Die soeben gewonnene frische Milch trifft in der Molkerei ein. Viele tausend Liter Milch werden täglich benötigt, um den Bedarf an Gnissana-Camembert zu decken. Die Milch wird vor der Verarbeitung gewogen und es werden Proben zur Gütefeststellung entnommen. Hierfür ausgebildete Fachkräfte werten im Laboratorium diese Proben aus. Aus den Sammelbehältern gelangt die Milch in die Reinigungs- und Erhitzeanlage und dann im hygienisch einwandfreien Zustand in die oberen Fabrikationsräume. In diesen Bassins werden der Milch Edelpilzkulturen zugesetzt. Nachdem die Milch den nötigen Eindickungsgrad erreicht hat, schöpfen fleißige Hände den sogenannten Bruch in bereitgestellte Formen. Sauberkeit und Hygiene sind hier oberstes Gesetz. Nach mehrmaligem Wenden sind nun die Gnissana-Camembert entstanden, die im Salzbad die nötige Festigkeit für den weiteren Reifungsverlauf erhalten. Der Käse auf den fahrbaren Horden wird mit einem Fahrstuhl in die Reifungsräume befördert. Hier beginnt der Reifungsprozess. Hochwertige Klimaanlagen sorgen für gut filtrierte, klimatisierte Luft und unterstützen so den Reifungsprozess. Schon nach einigen Tagen sehen wir die Entwicklung der essbaren Edelpilzkulturen. Seiner Vollendung entgegensehend zeigt er sich hier nochmals in seiner weißen Blütenpracht. Immer wieder muss der Gnissana-Camembert sich besonderen Prüfungen unterziehen, bevor er in die Verpackungsräume gelangt. Von hier aus tritt die überall bekannte und beliebte Marke Gnissana-Camembert ebenso wie der Gnissana-Brie-Käse seine Reise aus dem schönen Holsteiner Land in alle Teile des Bundesgebietes über Groß- und Einzelhandel zum Verbraucher an. Für die hohe Qualität sprechen die vielen Auszeichnungen und Ehrenpreise auf den DLG-Ausstellungen und Landesprüfungen. Ja, das ist Gnissana, der beliebte vollfette Camembert. Hergestellt aus hygienisch einwandfreier Milch, daher bekömmlich, mild und fein. Ein Produkt der Zentralmolkerei Gnissau